Busse sind das einzig sichere. Allem schon. Busse. In einem Bus bist du sicher. Also auch nicht jetzt wegen dem Virus, sondern Frage auch schon. Die Schulbusse zum Beispiel, schau. Schulbusse sind komplett voll mit Kindern. Kleine Kinder, 10-Jährige, größere, 16-, 17-Jährige. Die stehen in einem komplett überfüllten Schulbus rein. Der plattelt mit 130 auf der Autobahn und da kann nichts passieren. Das weiß man. Die Behörden wissen das. Der Gesetzgeber weiß das. Da passiert nichts. In einem PKW schon. PKW ist gefährlich. PKW musst du dich anschnallen, vorne und hinten. Aber in einem Bus, da kannst du stehen. Da passiert nichts. Das weiß man. Das ist Fakt. Und jetzt, damit die Erntehelfer, mit den Erntehelfer-Profis, muss man sagen, die sie da eingeflogen haben aus Rumänien, die braucht es. Die braucht es, das ist ganz klar. Weil, wenn du einmal einen Schnittlauch gegessen hast, als Dauer, der von einem rumänischen Erntehelfer oder Erntehelferin geschnitten worden ist, von einem Profi oder Frau Profi, der schmeckt anders. Ein Schnittlauch, das ist ganz was anderes. Ich persönlich merke es bei den Kohlrabi. Also, wenn jetzt so ein rumänischer Erntehelfer-Profi den geerntet hat, das ist ganz was anderes. Also, so ein Kohlrabi von einem rumänischen Erntehelfer, das ist ein Wahnsinn einfach. Nein, aber wegen dem Bus. Also, haben sie eingeflogen, was es eben braucht. Der Tiroler schneidet den nicht so sauber, erntet den Kohlrabi nicht so sauber. Das haben wir nicht drauf. Aber die Rumänen schon, ich stelle mir auch vor, dass die auf dem Feld so nebeneinander stehen, das Ernten, einen rumänischen Blues singen. Ja, das macht was aus. Und ja, die haben sie eben eingeflogen. Und da waren auch welche dabei, die waren krank und die haben sie nachher eben auch mit Bussen, Kleinbussen. Der ist so, Kleinbus ist, wie lang ist der? 2,50 Meter. Haben sie die zu fünft zu den Unterkünften geführt. Im richtigen Sicherheitsabstand. Und Sicherheitsabstand, wissen wir, muss 1 Meter sein. Jetzt zu sechs in so einem kleinen Bus. Die Landwirtschaftskammer hat gesagt, die waren zu sechs rein in so einem Bus. Geht sich das nicht aus mit 1 Meter Abstand? Aber es ist total wurscht. Es ist komplett wurscht, weil Bus eben sicher ist. Im Verkehr sicher und auch, wenn es um die Verbreitung von dem Virus geht, sicher. Da passiert nichts. Ein Bus ist sicher. Ich zum Beispiel, wenn ich arbeiten will, der Raum muss bei mir 16 Quadratmeter haben. Da sind wir zu zweit rein, der Kunde und ich. Ich bin angelegt wie ein Astronaut, der Kunde wie ein Hobby-Astronaut. Und dann ist man vielleicht sicher. Vielleicht. Oder in einem Kaufhaus einer pro 20 Quadratmeter. Nachher ist man vielleicht sicher. Aber in einem Bus braucht es das nicht. Das braucht es nicht. Bus ist sicher. Deswegen kauf immer jetzt einen Bus. Der muss nicht einmal fahren. Der kann hin sein, braucht kann man da, der muss leider ausstehen. Ein Bus ist sicher. Ich mache jetzt Kundenkontakt leimer in einem Bus und ich empfehle es auch jedem, auch in die Mediziner, in der Arztpraxis. Macht es das in einem Bus, kauft einen hiesigen VW-Bus, empfangt da die Patienten. Das ist sicher, die Behörden wissen das, deswegen erlauben sie das auch. So ist es. Das sagt ins Leckhorn. Glaub mir das. Ich kenne mich aus. Man muss zwischen den Zeilen lesen und zwischen den Zeilen denken. Glaub mir das.